Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTW Schweißshow. Ihr habt schon mal alle von der sagenumwobenen grünen Wolfram-Elektrode gehört, auf die jeder Schweißer beim Aluminiumschweißen schwört. Und das nehmen wir heute auseinander, denn die grüne Wolfram-Elektrode hat ein dunkles Geheimnis und diesen Fehler solltest du nicht machen. Was ist eigentlich WIG-Schweißen? Wir haben ein WIG-Schweißgerät, dazu hatte ich schon einige Videos gemacht. Wir haben einen WIG-Brenner, hier ist eine Wolfram-Elektrode. Heute in dem Fall grün und andere Farben, auf die wir eingehen. Die ist so widerstandsfähig, dass die beim Schweiß nicht abschmilzt und wir einen Lichtbogen bilden können und mit dem Zusatz und unserem Werkstoff schweißen können. Wolfram-Elektroden mit der Kennfarbe grün, was bedeutet das eigentlich? Das ist nahezu reiner Wolfram. Und diese Elektrode hat eine besondere Eigenschaft, Kalottenbildung. Die Kugel, die sich hier vorne bildet. Das passiert einfach beim AC-Schweiß. Durch das Wechseln von Plus und Minus entsteht physikalisch bedingt immer eine Kugel. Und die grüne Wolfram-Elektrode erlaubt es, dass sich hier immer vorne eine optimale, schöne Kalotte bildet, die klar, sauber und einfach nur schön aussieht. Und das wiederum brauchen wir, wenn wir vernünftig Aluminium schweißen wollen und dass unser Ergebnis richtig schön aussieht. Aktuelle Schweißgeräte haben Funktionen, die uns sogar erlauben zu bestimmen, wie groß diese Kalotte, diese Kugel hier werden soll. Wir stellen die Maschine auf die Bolling-Funktion ein, geben ihr einen Wert mit, drücken auf den Knopf und siehe da, hier bildet sich schon optimal unsere Kalotte. Wenn wir eine 2,4er Elektrode verwenden, liegt der Wert bei 25 von Werk. Achtung, wechselst du auf eine 3,2er Elektrode, musst du das hier auch einstellen. Dann passiert nämlich Folgendes. Wir gehen wieder auf die Bolling-Funktion. Und wir sehen da, der Wert ist höher. Ganz klar, weil wir hier mehr Leistung brauchen, um die Kalotte zu bilden. Jetzt kommen wir zum dunklen Geheimnis der grünen Wolfram-Elektrode. Das ist dir vielleicht sogar schon mal passiert, du wusstest in dem Moment vielleicht nicht, was los war. Denn wenn wir eine 2,4 mm Durchmesser-Elektrode einsetzen, hat sie ja gewisse Grenzen, bis wie viel wir sie belasten können. Ich sag mal hier, magische Grenze 180 Ampere. Damit dir dieser Fehler nicht passiert, ich habe zuletzt einen WIG-Brenner getestet und habe die Leistung erhöht. Ich bin hochgegangen auf 200 Ampere, ich bin hochgegangen auf 230 Ampere mit einer grünen 2,4er Elektrode. Und was ist passiert? Die Kalotte fing an sich zu bewegen, zu vibrieren, komische Sachen machen und hat sich sogar abgelöst. Und wenn das passiert beim Schweißen, ist das fürs Schweißergebnis nicht so gut, weil du musst das Ganze wieder ausschleifen. Wenn sich Wolfram ablöst, in deine Schweißzeit hineinkommt, ist das Schweißen in dem Moment nahezu unterbrochen, du hast Einschlüsse und das ist einfach Gift für deine Schweißzeit. Die grüne Wolfram-Elektrode hat gewisse Grenzen und deswegen haben wir einen Vergleich gemacht. Wir haben eine lila E3 nicht dorfumhaltige Elektrode dazu geholt, die widerstandsfähiger ist und siehe da, schauen wir uns erst das Ergebnis an der Kalottenbildung. Einmal die grüne, einmal die lila Elektrode. Dann schauen wir uns das Schweißen an, auf der Stelle mit 180 Ampere. Was passiert da? Dann schauen wir uns den Vergleich an mit 200 Ampere. Und zum Schluss, um das Ganze ins Extreme zu bringen, bei 2,4er Elektroden 230 Ampere.
Und wir sehen hier bei den Vergleichen, dass, wie gesagt, eine grüne Wolfram-Elektrode ihre Grenzen hat. Ich würde hier die magische Grenze 180 Ampere ansetzen. Ich würde nicht drüber hinausgehen, weil man sieht hier, was die Kalotte macht. Die fängt an zu wandern, die vibriert. Im schlimmsten Falle, wenn wir jetzt höher gehen, wie zum Beispiel 200, 230 Ampere und nicht auf der Stelle bleiben, sondern weiter schweißen und bewegen, wird sich sogar Wolfram ablösen. Das wird in unser Schweißbad wandern und das ist in dem Moment tödlich. Du musst die Stelle wieder ausschleifen. Wolframeinschlüsse ist eine Katastrophe. Du kannst nicht mehr optimal schweißen. Das wirst du auch in der Schweißnaht sehen. Das Interessante ist, die lila Elektrode E3, eine dotierte Elektrode, anders legiert, widerstandsfähiger. Wir sehen, dass bei 200 und 230 Ampere nicht viel mehr passiert. Die Kalotte bleibt, auch wenn die Kalotte sich nicht so optimal so schön bildet wie bei der grünen, dennoch ist die wesentlich widerstandsfähiger. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Und deswegen mache ich diese Beiträge, um dir das Leben so einfacher zu machen. Du sollst diesen Fehler nicht machen. Achte auf die Rahmenbedingungen. Hältst du sie ein, wirst du wunderschöne Ergebnisse haben. Trotzdem, auch nach diesem Vergleich, würde ich beim Aluminiumschweißen niemals auf meine grüne Wolfram-Elektrode verzichten. Weil damit läuft es einfach besser. Was machen wir denn jetzt in dem Fall? Wir müssen ja bei Aluminium auch ganz schnell mal über 200 Ampere hochgehen. 10 mm Platten, da bist du ganz schnell 200, 230, 260 Ampere, wenn es schnell gehen muss. Dann gehst du ganz klar auf einen höheren Durchmesser. Das heißt nicht 2,4 in dem Fall, sondern 3,2. Das macht es möglich, dass du mit höheren Strömen weiter schweißen kannst. Hier sehen wir auch in der Nahaufnahme, wie sich hier die Kalotte bildet, bei einer 3,2 Elektrode bei 200 und 230 Ampere. Einen Fehler solltest du auch noch vermeiden. Wenn du eine grüne Wolfram-Elektrode in deinem Wigbrenner hast und du hast die angeschliffen und du wechselst von Leichtlegierungen wie Aluminium auf Stahl oder Kunststahl, wirst du sehen, dass die ganz schlecht zündet, teilweise gar nicht. Also mit der grünen Wolfram-Elektrode DC-Schweiß, Stahl, Kunststahl absolut nicht zu empfehlen. Kommen wir zu den Einstellungen im heutigen Video. Das ist eine Tetrix 230XQ mit dem neuen Comfort 3.0 Bedienpanel. Ich habe meine ganzen Versuche im folgenden Bereich gemacht. Wir waren im AC-Bereich. Wir haben mit 180 Ampere gestartet. Die ersten Schweißungen mit 180 Ampere vorgenommen. Und sind hochgegangen auf 200. Und dann auf 230. Was interessant sein könnte für diejenigen, unsere Frequenz lag heute bei 50. Wenn ich eher im Bereich 180, 200 Ampere bin, dann gehe ich auch mit meiner Frequenz eher runter. Und wenn ich im Bereich, sagen wir mal, bis 80 Ampere unterwegs bin, dann gehe ich mit meiner Frequenz hoch. Hier zum Beispiel 75 oder 100. Zusammengefasst, mach diesen Fehler nicht. Wenn du eine 2,4er Wolfram-Elektrode einsetzt, und ich kenne euch, ich kenne mich, wir arbeiten am liebsten mit einer 2,4er Elektrode, weil wir nach unten und nach oben einen gewissen Bereich abdecken können. Bei AC-Schweiß mit der grünen musst du wissen, 180 Ampere, dann ist Schluss. Wundere dich nicht, wenn du in den höheren Strömen gehst, dass auf einmal die Kalotte bzw. die Elektrode verrückt spielt und das Schweißen nicht mehr so ideal läuft. Es gibt noch die Kennfarbe Weiß und dazu werden wir natürlich auch noch einen Beitrag machen. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Eins würde mich auch noch interessieren. Ich habe hier ein Blech. Wir sehen hier vier unterschiedliche Raupen. Wenn ich dir aber sage,
es ist die gleiche Leistung, es ist der gleiche Brenner gewesen, die gleiche Elektrode und der gleiche Zusatz, trotzdem sehen die vier Stück völlig anders aus. Wenn du wissen willst, warum das so ist und wie es am besten läuft, schreib mir einen Kommentar, machen wir auch natürlich einen Beitrag dazu. Ich wünsche euch was, bis dahin, ciao!